herzlich willkommen auch euch, Potsdamer. Gratulation zu Sieg, Bernd Schröder und unser Trainer Marco Gettler. Und herzlich willkommen auch in der neuen Saison zum ersten Mal unsere Vertreter und unsere Freunde und Sponsoren oben im Wildraum. Ich fange mal eben mit den Ergebnissen heute an, weil sonst immer Ärger gibt wegen dem Handyempfang hier über das Mikrofon. Frankfurt gegen Leverkusen 4:2, Freiburg Gütersloh 4:1, Wolfsburg Sindelfingen 6:0, Bayern Jena 4:0 und Neuenahr gegen die SGS Essen 1:0. Okay, dann zu unserem Spiel. Gratulation, Bernd Schröder, zum Sieg. Deine Analyse bitte. Ja, wir wissen ja, dass es sicherlich, dass Duisburg eine Mannschaft hat, die natürlich nicht mehr zu vergleichen ist mit dieser Mannschaft, die wir früher gesehen haben und die wir früher kennen. Aber ich denke, dass wir trotzdem überrascht waren, dass die ersten 6-7 Minuten die Duisburger hier wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Und wir erstmal geguckt haben, ja, was ist denn hier los? Und dann haben wir gesehen, dass das Potenzial da ist, vor allem das junge Spieler, und das hat der Verein Werfer verkündet, Okette, dass sie Leute sind mit Charakter, mit Leidenschaft, mit Herz, und dann haben sie gespielt. Natürlich haben wir die besseren Einzelspieler nach wie vor, das darf man sich vorzumachen. Und dann haben wir das Spiel in Griff gekriegt und natürlich war teilweise sehr gute Hörtelerkennung. Ja. Doktor, es geht um einen Apparat, oder ist ja aus. Also, ja. Also ich denke schon, dass wir eine schöne Nummer dabei waren. Es ist unabhängig vom Ergebnis hier, das 4-0 war verdient. Wir haben ja noch mehrere Möglichkeiten gehabt. Die erste Halbzeit hätte man ein bisschen konzentrierter einspielen. Man sieht, dass wir da vorne mitspielen können. Ob das dann funktioniert, ist eine andere Frage. Wir haben im Moment 9 Verletzte. Heute sind die 9 dazugekommen mit Dieter Evans, die für mich überragend gespielt in der ersten Halbzeit. Und das heißt natürlich, dass wir jetzt diese englischen Wochen, die wir jetzt vor uns haben, Mittwoch in Belgien und am Sonntag gegen Frankfurt natürlich überstehen müssen. Da müssen wir selber noch jemanden nachrücken lassen aus der zweiten Mannschaft. Aber ich denke, beide Mannschaften haben alles gegeben heute und dieses Spiel war nicht so schlecht. Es war dann ein bisschen für die Duisburger problematisch, wenn da die Tore fallen, dann war gut rausgespielt, dass man dann ein bisschen den Faden verliert, ein bisschen, sage ich mal, das Selbstvertrauen. Aber ich kann sagen, wenn ihr mit dieser Mannschaft weiterarbeitet, man sieht, da ist schon Substanz, da sieht man einen guten Kombinationsspiel bei ihm, wenn wir das Team nicht spielen, die versuchen nach vorne zu spielen, sich nicht hinten einzuliegen. Und da muss man gucken, dass da was draus wird. Es wird schwer für euch werden, aber ihr braucht nicht den Kopf hängen zu lassen. So ein Spiel, wie wir heute gemacht haben, teilweise einige Spieler, das war natürlich, es ist immer schwer, dann jede Mannschaft zu nehmen. Ich denke schon, dass wir trotz dieser vielen Ausfälle durchaus mit vorne unter die ersten drei gehen. Ja, danke Bernd. Wie immer eine ausführliche, präzise Analyse. Ich hätte auch ein paar Trostige Worte für uns. Hilft ja das weiter? Gut, das Spiel habe ich natürlich auch gesehen, klar, die Dinge, die der Bernd schon erwähnt hat, dass wir sicherlich eine gewisse Qualität haben. Das kann ich nur bestätigen. Ich denke, wenn wir die ersten 10, 15 Minuten nehmen, haben wir schon ein bisschen für Furore gesorgt, auch sicherlich überraschend für die Potsdamerinnen. Aber dann ist so der Knackpunkt sicherlich, wo wir immer wieder daran arbeiten müssen. Ja, wir machen zu viele, wenn auch kleine Fehler. Und die werden natürlich von so einer Mannschaft wie Potsdam bestraft. Die kommen dann immer in eine Standardsituation. Eine andere Möglichkeit wird dann glücklich, sagen wir mal, herausgespielt. Aber es wird ein weiteres Tor, wenn man dann nur 2 Rückstand gerät, ist es natürlich gegen eine Mannschaft wie Potsdam unheimlich schwer. Aber bereits ja schon innerhalb der Woche gesagt, dass aus meiner Sicht, auch bedingt durch die Wechsel, da sind sicherlich namhafte Spielerinnen gegangen, aber es sind auch gute Spielerinnen gekommen, dass Potsdam fußballerisch aus meiner Sicht besser ist als in den Vorjahren. Es ist eine gewisse Leichtigkeit zu erkennen, die Offensive. Wie gesagt, ist nominell überragend besetzt. Auch, ich glaube, wenn da 20 Leute fehlen, ich glaube, da sind immer noch genügend da, um hohe Qualität zu haben. Letztendlich relativ einfach gespielt. Die Bälle werden schön lang vorne präzise in die Position gespielt. Da ist immer wieder ein Passempfänger da. Und wenn sie dann im vorderen Bereich sind, 20, 25 Meter vor dem Tor, dann rollt die Angriffswelle und dann ist Potsdam in der Verfassung sicherlich nicht zu stoppen. Wir haben versucht, dagegen zu halten. Die Mädels, viele Junge haben wir in der Mannschaft, haben sich dagegen gestemmt im Rahmen ihrer Möglichkeiten, haben auch sicherlich sehr viel Lehrgeld gezahlt, das ist halt eben so.
Ich bedauere natürlich dann mit einem 0-4 beginnen zu müssen, so eine Saison. Das ist sicherlich nicht einfach. Aber ich habe gerade unmittelbar nach dem Spiel der Mannschaft gesagt, dass wir relativ schnell hier Mund abwischen müssen. Wir müssen aus den Fehlern lernen, wir müssen sie ansprechen. Und dann geht es am Mittwoch dann gegen Essen. Es wird wieder ein ganz anderes Spiel. Wenn wir mit der gleichen Einstellung und mit dem gleichen Engagement zur Sache gehen wie in der ersten Viertelstunde, denke ich, ist es ein anderes Spiel und wir unsere Qualitäten noch mehr ausspielen können. Weil letztendlich ein verdienter Sieg für Potsdam. Ich habe ja gesagt, Potsdam wird wieder Meister. Wenn sie so spielen wie heute, werden sie es 100%ig werden. Danke. Kompliment zurück, Aldo, und Bernd bedankt sich auch netterweise. Kolleginnen und Kollegen, gibt es Fragen? Okay. Na klar, wir haben die ersten beiden Tore gesehen, die sind ja dabei sehr unglücklich gefallen. Beide aus dem Halbfeld, einmal rechts, einmal links, ohne Berührung halt reingefallen. Und die andere Frage, Sie hatten, glaube ich, so Mitte der Halbzeit die Außenverteidigerin getauscht. Warum haben Sie das gemacht? Die Fragen lauten, wie Kette die ersten beiden Tore gesehen haben, die, wie der Kollege sagt, direkt unglücklich gefallen sind. Und warum sehr frühzeitig in der ersten Halbzeit die Außenposition in der Viererkette gewechselt wurde. Ja, schön. Ein Tor relativ einfach. Da fehlt noch so ein bisschen die Abstimmung, die Feinarbeit in der Defensive. Wenn man die Viererkette der letzten Testspiele, der letzten Wochen halt eben sieht, konnten wir nicht immer konstant diese Viererkette einspielen. Dann kann es schon mal dazu kommen, dass da Lücken entstehen, das Ganze noch nicht ganz so passt. Da müssen wir halt weiter noch dran arbeiten, wo jetzt alle Spielerinnen dann bis auf Elena Hauer zur Verfügung stehen halt. Ja, letztendlich dann solche Tore wie der Freischuss, der reingemacht wird, sehen wir jedes Wochenende. Ich spreche es immer wieder an, aber anscheinend kommt dann nicht immer bei jedem an, dass man immer wieder gewappnet sein muss. Der Ball wird auf dem zweiten Pfosten gespielt, da kann man einer durchrutschen, ohne dass einer drankommt, dann ist das Ding drin. Die Dinge müssen wir einfach nochmal aufzeigen, den Mädels das nochmal klar machen, die müssen das verarbeiten. Und dann denke ich mal, wird es beim nächsten Mal nicht passieren. Und was die Viererkette angeht, werden wir halt weiter daran arbeiten, dass die Abstände stimmen, dass man die Passwege zustellt und sich anders halt verhält. Der Wechsel auf den Außenpositionen, ich glaube, Bernd hat auch schon gesagt, Evans hat ein überragendes Spiel gemacht, war ja kaum zu halten vom Tempo her. Und ich wollte mit dem Wechsel Andy Reid rüber auf die andere Seite, wobei Potsdam immer flexibel spielt. Ich kann natürlich jetzt nicht alle fünf Minuten nach die Außenverteidiger und Kreuz und Quer schicken. Das ist ja völliger Blödsinn. Aber wie gesagt, meine Maßnahme war dann erstmal zu reagieren auf die Position und naheliegend war halt eben Andy rüber zu ziehen, die da zu Fuß ein bisschen besser unterwegs ist, um das Ganze ein bisschen zu stoppen. Aber wie gesagt, einzelnen Spielern das festzumachen, ist müßig. Wie gesagt, Potsdam hat eine gewaltige Offensivkraft und da müssen alle im Defensivbereich, auch die Offensivspieler von uns, die ja auch da mitmachen müssen, unterstützen müssen, die müssen alles abrufen, sonst, wie gesagt, kann man so eine Welle kann man nicht abfangen. Das geht nicht. Jetzt muss ich ja für das Nachfrage ja mit einer Jungtorhüterin heute spielen, weil ja die Ashton noch verletzt ist. Hat ja auch jetzt, mein Gott, den Elfmeter gehalten, hat ja das auch nicht schlecht war. Fehlten ihr aber einfach auch bei den ersten beiden Gegen von vielleicht dann noch so 1-2 Zentimeter, um den Fehler auszubilden, bevor er entsteht? Die Qualität ist gefragt, Lars Michael Kemper. Das ist immer alles zu einfach. Wenn man jetzt einfach hingeht und sagt, hier junge Torhüter und komm rein, hat man nicht die Erfahrung und da fehlt so ein bisschen was. Klar, hat so ein paar Bundesligaspiele weniger als alle anderen. Unbestritten halt. Ne? Ob dann hier und da mal sie vielleicht mehr raus kann oder sich noch mehr bemerkbar macht. Ich sage, da sind so viele Torhüter in der Bundesliga, die machen das auch nicht. Das ist vielleicht so ein Phänomen, da arbeiten wir immer wieder daran, dass sie lautstark sind, dass sie präsent sind. Ein ganz anderes Auftreten halt in der Aktion halt eben auch haben. Das haben halt nur sehr, sehr wenige in der Bundesliga. In der Breite ist es halt eben nicht so. Wir arbeiten dran. Die Merkel wird das aufnehmen und entsprechend sich da auch weiter steigern. Es war, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ihr zweites Bundesligaspiel. Sie hat gegen Bayern München mal gespielt. Und da muss man wirklich mal vernünftig sein und sagen, ist eine junge Torhüterin. Die machen auch noch ihre Fehler, die müssen auch noch ihre Erfahrungen sammeln. Alle anderen, die Etablierten, haben früher auch klein angefangen. Und so ist es halt. Und momentan ist sie unsere Nummer 1 und steht dazu. Und dementsprechend wird sie also auch weiter von mir die Rückendeckung haben. Und ich hoffe dann am Mittwoch ein gutes Spiel machen. Und vielleicht muss sie keinen Elfmeter halten und hält ein paar andere Bälle noch. Und dann sieht es schon anders aus. Weitere Fragen? Ich habe eine Frage. Also ich wollte eigentlich nur fragen, wie das denn aus Mittwoch ist halt schon das Spiel gegen Essen. Sie haben zwar schon gesagt, es wird sicherlich ein anderes Spiel werden. Ist es trotzdem irgendwie möglich, die Fehler gerade in der Defensive so einigermaßen ja, rauszukriegen, die Abstimmung hinzubekommen zwischen den Spielern, oder ist der Zeitraum dafür einfach zu kurz? Die Frage war, was man bis zum Spiel gegen Essen verbessern kann, hauptsächlich in der Abwehr.
Ganz einfach, wir haben zwei Trainingseinheiten, sind 90 Minuten, rechne ich das so, habe ich Zeit genug. Und dann denke ich mal, werden sie es umsetzen im nächsten Spiel, verbessern und dass wir dann nicht so leichtfertig dann die Tore so werden. Meine Frage bezieht sich auf die U20-WM. Die haben wir jetzt auch von Ferne gesehen. Beide Vereine haben ja, glaube ich, Spielerinnen gestellt. Ich glaube, Potsdam eine Spielerin und hier die Maike Kemper. Wie ist denn das Endspiel? Auch, das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber ich würde es mal interessieren. Die Amerikaner haben doch da 1-0 gewonnen. Ja. Wie war da, also Sie haben es dann wahrscheinlich im Fernsehen gesehen, wie würden Sie die Unterschiede sehen zwischen der deutschen Mannschaft und der amerikanischen Mannschaft in diesem Spiel? Was ist Ihnen da aufgefallen? Eine Frage an beide Trainer, wie Sie das U20-Endspiel zwischen Amerika und Deutschland gesehen haben. Hast du das gesehen? Ja, klar. Also, das ist ja ähnlich wie bei Männern. Wir spielen die gleichen Systeme, das ist 4-2-3-1, das wird der 1-1 kopiert. Wir machen alles das Gleiche aus dem Männerbereich, in allen Bereichen. Einzige, die nicht so spielen, sind wir in der Bundesliga teilweise. Und dann muss man sehen, in so einem Turnier, da kann man nicht nur Fußball spielen, da muss man ein bisschen was mehr tun. Das hat man ja bei der A-Nationalmannschaft auch gesehen jetzt. Und ich denke, die Amerikaner haben uns wieder mal gezeigt, dass sie eine Turniermannschaft sind und dass sie die entscheidenden Fehler aus der Vorrunde gelernt haben und dann mit Glück 1-0 gewonnen haben. Aber wir hätten, glaube ich, noch 3 Stunden spielen können, wenn wir keinen vorgestellt haben. Das ist das Entscheidende. Wir müssen uns ja nicht mal davon lösen, dass Fußball also Arbeit ist. Fußball heißt Arbeit nicht nur oben bei der A-Nationalmannschaft. Wenn ich natürlich nicht vorbeiwäsche an den 10-0 oder wie lange gespielt gegen die Türkei, wo dann noch 10 Mann dabei waren, dann komme ich nicht weiter im Fußball. Das ist eben das Grundsatzproblem, dass wir, sage ich mal, immer wieder den Fehler nicht bei uns suchen, sondern bei anderen. Die Amerikaner waren nicht besser als wir. Wir waren überragend, aber wir haben einfach nicht in dem Endspiel das gebracht. Erinnert mich ein bisschen an die Frauennationalmannschaft gegen Japan und an die Männer gegen Italien, denke ich mal. Das ist ein bisschen im weitesten Sinne her und da muss man dran arbeiten. Da kann ich nicht mehr sagen, wir haben eine sehr gute Mannschaft und davor haben wir 10-0 gegen die Türkei gewonnen in 10-0 und noch 2 oder 3 Elfmeter. Aber das ist nicht mein Problem. Ich denke, wir sollen in der Liga gute Spieler vorbereiten und die sollen da hin. Und zwar eben dabei. Mehr haben wir im Moment nicht, wir haben nicht mal eine A-Nationalspielerin mehr und alles andere löst sich dann von selbst. Die werden sich schon jeder, wir bei euch an diesem Kämpfe, ich weiß nicht, wie die U17 heute ausgegangen ist, der Ortsspieler, so ist das. Da muss man sofort mit dem Schluss 1-1 war sogar 2-0. Das war 1. Das war 1. Das war für uns. Ja. Wir haben 3 dabei gehabt. Das ist egal. Also, so gesagt, ist kein Wunschkonzert, ist auch keine Naturwissenschaft, Fußball. Aber wenn ich natürlich Spiel verliere, muss ich natürlich auch Ursachen kennen. Und die Ursachen liegen natürlich auch manchmal beim Gegner, wenn der besser ist. Ja, letztendlich kann ich ja nur beipflichten. Ich habe die beiden Spiele gesehen, also aus der Vorrunde und natürlich dann auch das Finale. Und da war schon abzusehen, dass die Amerikaner daraus gelernt haben, sich entsprechend dann auf die deutsche Mannschaft einzustellen. Ich habe so ein bisschen auch so Probleme auf unserer linken Seite ausgemacht, die dann relativ spät korrigiert wurden oder nicht korrigiert worden sind. Und das haben die Amerikaner dann natürlich auch immer wieder mit ihren Leuten ausgenutzt. Und die können natürlich auch Fußball spielen. Ne? Das ist ja nicht nur Deutschland und wir sind die Größten und wir haben die stärkste Liga. Ja, das ist ja so, muss man ganz klar ansprechen. Und wie gesagt, Finale ist ein einzelnes Spiel. Da kann man 5 Superspiele vorher gemacht haben gegen Mannschaften, die halt einfach nicht die Qualität haben. Das muss man ganz klar feststellen. Hätte vielleicht jede Bundesliga-Mannschaft hier weitaus besser spielen können als manche Gegner bei der U20, das muss man ganz klar sagen. Letztendlich die Amerikanerinnen, die haben geschickt angestellt, die haben alles dafür getan, ihre Physis eingesetzt, machen dann das Ding. Ja, und letztendlich, wenn man kein Gefahren gewinnt, man hat so ein Spiel so einfach, könnte Fußball sein. Ja, also da muss man dann ansetzen, weil es ja nicht in dem Spiel falsch gelaufen. Und man muss auch die Selbstkritik haben, dass man sagt, so das und das hat vielleicht nicht gepasst, gerade in dem Spiel. Ja. Und da muss man dann arbeiten. Genauso wie ich angehalten bin, morgen dran zu arbeiten, unsere Sache zu verbessern. Und dann kann man nicht da vom Hunger rauskommen und wie toll alles machen, sondern Fehler muss man eingestehen, die muss man korrigieren, aus dem Spiel heraus und sicherlich auch in der Nachbereitung. Und ich mache die Dinge und ich denke, alle anderen sollten das auf der Ebene genauso machen.
Ja, vielen Dank für die rege Diskussion. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns wieder am Mittwoch, 18 Uhr. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, das Pokalspiel in Leverkusen am Sonntag, 7. Oktober, 14 Uhr. Dankeschön, schönen guten Tag.